ist Zeit für ein neues Tipps und Tricks Video fürs Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Tipps und Tricks Video Part 2. Genau, Part 2, Part 1. Ist schon ein bisschen länger her, ja, im Oktober 2018 habe ich Part 1 gedreht und ich habe es mir gestern nochmal angeguckt, also was ein holpriger Start, aber es war in meiner Anfangszeit von YouTube und ja, was soll ich sagen, ne? Irgendwie muss man ja mal anfangen, aber bis heute wird dieses Video immer noch sehr oft angeklickt und sehr oft angeschaut und eines der erfolgreichsten Videos auf meinem Kanal und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich Part 2, weil es euch interessiert. Ich habe jetzt auch vor kurzem ein Q&A bei Instagram gemacht und die Fragen häufen sich zu gewissen Themen, die ich aber heute auf jeden Fall ansprechen werde und für euch beantworten werde. Und ja, nicht mehr lange quatschen und los geht's. Ich verlinke euch dieses Video von 2018 gerne nochmal bei dem i. Schaut es euch an, denn die Tipps, die ich dort erwähne, sind natürlich noch aktuell. Das heißt, wenn ihr dieses erste Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch zuerst an, ignoriert das, wie ich rede, aber der Inhalt, auf den Inhalt kommt es ja an. Und ja, dann fangen wir mit meinem ersten Tipp an. Ich habe mir natürlich wieder Notizen gemacht, wie im ersten Video, und werde immer ein bisschen runterspicken, damit ich nichts vergesse. Ja, der erste Tipp, den ich an euch habe, ist, kauft die Tickets online vorher, also die Eintrittskarten fürs Disneyland Paris. Da habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr kauft die Tickets direkt über die Disneyland Paris Webseite. Da gibt es oft Aktionen. Wenn ihr genaues Datum wisst, könnt ihr euch ein Datum aussuchen. Und dann gibt es unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Daten. Natürlich Ferien, Wochenende immer der teuerste Preis. Aber es gibt auch günstige Tickets für unter der Woche, außerhalb der Ferien. Diese Tickets, jetzt muss ich mal spicken, heißen Mini Magic oder Super Magic Tickets oder haben Mini Magic oder Super Magic Preise. So, genau, so heißen die auf der Disneyland Webseite. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit, Tickets über die Pauschale mitzubuchen. Das heißt, wenn ihr ein Disneyland Paris Hotel bucht, zu Hotels komme ich auch gleich nochmal, sind die Tickets in den meisten Fällen inkludiert. Und ja, das wäre Möglichkeit Nummer 2. Und Möglichkeit Nummer 3 ist, auf anderen Webseiten nach Tickets fürs Disneyland Paris zu schauen. Da gibt es auch immer mal wieder Aktionen. Eine Website, die ich euch empfehlen kann, ist Attraction Tickets Direct. Packe ich euch unten auch in die Infobox den Link. Da gibt es auch immer mal wieder Angebote, denn am teuersten sind die Ticketpreise vor Ort, wenn ihr direkt an der Kasse euch anstellt und dort ein Ticket kauft. Ich weiß von uns in Deutschland aus dem Freizeitpark, kennt man das ganz oft, also ich kenne das von früher, man fährt einfach zu dem Freizeitpark und kauft vor Ort das Ticket. Bei uns in Deutschland gibt es auch keine Preisunterschiede in den meisten Parks, in Frankreich ist es aber so im Disneyland, da ist das Ticket wirklich am teuersten und ihr müsst dann auch noch warten in der Schlange. Das möchte keiner, deswegen erster Tipp, Tickets vorher online buchen. Tipp Nummer 2 habe ich eben schon erwähnt, Hotels. Da kommt natürlich die Frage, wollt ihr in einem Disney-Hotel übernachten oder wollt ihr außerhalb übernachten? Für beide Seiten gibt es Pro und Contra. Ich fange mal mit der Disneyland-Hotel-Seite an. Ja, da gibt es natürlich einige Komforts, eben schon erwähnt, die Ticketpreise sind in den meisten Pauschalreisen inkludiert. Oft gibt es auch Angebote mit Halbpension oder Frühstück, das heißt, ihr habt auch noch ein Essen mit dabei in eines der Restaurants im Park, was natürlich auch nochmal ein Goodie ist. Dann seid ihr natürlich vor Ort, parken könnt ihr direkt am Hotel, kostet nichts extra, ihr habt einen Laufweg zum Park, es gibt auch Shuttlebusse zum Park. Ihr könnt den Shopping-Service nutzen, das heißt, wenn ihr was an Merchandise im Park kauft, wird es zu euch ins Hotel geliefert. Also es gibt einige Vorteile, im Disney-Hotel zu übernachten. Es ist aber auch für mich wesentlich teurer, als außerhalb zu schlafen. Also natürlich gibt es das Cheyenne und das Santa Fe, das sind die günstigsten Hotels auf dem Disney-Gelände. Und da gibt es natürlich das Disneyland Hotel, da könnt ihr mehrere hundert Euro pro Nacht für eine Nacht bezahlen. Also es gibt
alles. Das neue Hotel, was demnächst auch eröffnet, das Hotel New York, wird auch nicht ganz günstig sein. Also wie gesagt, es gibt für jedes Budget ist was dabei. Für wen ich so eine Pauschalreise, also wem ich so eine Pauschalreise rate, ist, wenn man zum Beispiel keine Jahreskarte hat und nur einmal im Jahr oder ich weiß nicht, was ganz Besonderes, diese Reise ins Disneyland für euch was ganz Besonderes ist, dann würde ich eine Pauschalreise buchen. Denn ihr, wie gesagt, ihr habt die Tickets inkludiert, ihr müsst nicht mehr irgendwo hingurken mit dem Auto zum Parkplatz, seid direkt im Park, habt natürlich dieses Disney-Feeling die ganze Zeit in den Hotels. Also wenn ihr sagt, boah, Disneyland ist mir wirklich, ist eine einmalige Sache oder ne, Moment, jetzt ruft der Daniel an, eine Sekunde. So, jetzt hat Daniel mich total aus dem Konzept gebracht, das tut mir leid. Aber so ist das. Also, wenn das für euch ein Event ist, was nicht so oft stattfindet wie bei mir, dann würde ich euch eins der Disney Hotels empfehlen, wie gesagt, weil ihr da das Gesamtpaket bekommt. Am Anfang, wo ich noch keine Jahreskarte hatte, bin ich auch zweimal in Disneyland Hotels gefahren. Es gibt auch sehr, sehr gute Angebote. Wenn man nicht in den Ferien fährt und unter der Woche fährt, kann man wirklich preisgünstige Angebote bekommen. Und da kommen wir zu einem Tipp, wenn ihr ein Disneyland Hotel buchen oder ein Disneyland Angebot buchen wollt, gibt es natürlich die deutsche Seite. Aber es gibt auch noch die holländische Seite, es gibt noch die französische Seite, es gibt die spanische Seite. Und es ist wirklich so, dass auf jeder Seite in einem anderen Land andere Angebote da sind. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte gerne in einem Disneyland-Hotel übernachten oder in einem Disney-Hotel übernachten, schaut auf den verschiedenen Disney-Seiten nach, in den verschiedenen Ländern. Denn es ist wirklich so, dass jedes Land unterschiedliche Angebote hat. Zum Beispiel Spanien legt Mehrwert aufs Essen. Das heißt, da ist es wahrscheinlicher, eine Halbpension zu bekommen. Und vielleicht ist auf der niederländischen Seite der Übernachtungspreis günstiger. Also checkt das out und wenn ihr einen günstigeren Preis entdeckt, ruft mal bei der deutschen Hotline an und sagt, hier, hallo, ich habe den Preis auf der französischen Seite gefunden, der ist aber 100 Euro günstiger als der Preis auf der deutschen Seite. Könnt ihr mir das Angebot geben? Und dann, denke ich mal, ist die Hotline doch sehr kulant und kann euch den günstigeren Preis von einem anderen Land geben. Ansonsten könnt ihr auch über die Seite auch von dem anderen Land buchen. Das geht natürlich auch. Ihr werdet nicht rausgeschmissen, wenn ihr auf der französischen Seite bucht, aber aus Deutschland kommt. Im Endeffekt, wenn ihr ankommt, interessiert es kein Menschen. Ich wollte jetzt das SCH-Wort sagen, aber nein. Ja, so viel zu Disneyland Hotels. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Part. Nicht Disney Hotels, da wo ich zu 95% der Zeit übernachte. Denn ich habe ja eine Jahreskarte. Und in der Jahreskarte sind natürlich einige Sachen inkludiert, wie das Parken. Aber dazu kommen wir gleich nochmal zum Thema Jahreskarten. Und deswegen übernachte ich hauptsächlich in Non-Disney Hotels. Ist natürlich schöner in Disney Hotels, aber es ist einfach, die Menge macht's. Ne? So oft, wie ich normalerweise fahre, ich möchte dieses Video jetzt, eigentlich dieses C-Wort, was in aller Munde ist, nicht erwähnen, weil dieses Video soll auch noch in 1-2 Jahren für euch hilfreich sein. Aber zu normalen Zeiten bin ich jeden Monat im Disneyland, eigentlich. Und geht's richtig ins Geld, wenn ich jedes Mal im Disneyland-Hotel übernachten würde. Deswegen außerhalb. Und da gibt es natürlich auch einige Sachen zu beachten. Kommt ihr mit dem Auto? Kommt ihr mit dem Zug, Anreise kommen wir auch nochmal gleich, kommt ihr mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Wenn ihr mit dem Auto kommt, seid ihr natürlich viel flexibler und ihr müsst nicht darauf achten, ob bei dem Hotel, was ihr euch ausgesucht habt, ob es einen Shuttle gibt oder ob es eine U-Bahn-Station gibt, die euch direkt ins Disneyland bringt. Also einiges zu beachten, wenn ihr plant, dahin zu fahren und in einem Non-Disney-Hotel zu schlafen. Dann gibt es natürlich die Option Frühstück ohne Frühstück. Und wenn ihr mit dem Auto fahrt, ist natürlich flexibel, da müsst ihr nicht darauf achten, ob da eine U-Bahn-Station ist oder nicht. Dann könnt ihr nur darauf achten, wie weit das Hotel entfernt ist vom Disneyland, wie lange ihr mit dem Auto dahin fahrt. Ja, wie ich das mache, ich gehe einfach auf die bekannten Vergleichsseiten wie Booking.com und weiß der Geier, wie sie alle heißen. Gib da ein Disneyland Paris, sortiere meistens nach dem niedrigsten Preis zuerst. Und nimm eins der günstigsten Hotels. Weil mir
persönlich ist es für ein, zwei Nächte eigentlich völlig egal. Also nicht völlig egal, aber ich brauche nicht den höchsten Luxuskomfort, weil ich eh den ganzen Tag im Park bin und nur zum Duschen und zum Schlafen in dieses Hotelzimmer komme und mein gemütliches Bett habe ich hier zu Hause. Also mir ist es wichtiger, dann in dem Sinne ein bisschen mehr Geld zu sparen. Ich nehme mir auch sehr gerne Essen mit von zu Hause, auch Frühstück etc. Wenn ihr mit dem Auto fahrt, ist das natürlich ein Vorteil. Wenn ihr mit dem Zug oder mit dem Flugzeug kommt oder mit dem Bus, gibt es ja auch noch, gibt es natürlich Supermärkte und Bäckereien in der Nähe. Da könnt ihr euch auch was zu essen und zu trinken holen. Da habe ich ja schon in meinem ersten Video gesagt, nehmt euch was zu essen mit und Snacks, weil Getränke und Snacks und Essen ist im Disneyland schon teuer. Deswegen, wenn ihr nicht im Auto kommt und das alles aus Deutschland mitnimmt, sucht euch einen Supermarkt vor Ort. Gibt es ganz viele im Umkreis. Einfach im Google Maps suchen und dort einkaufen gehen. Ja, ich glaube, das war's so zum Thema Hotels. Das ist natürlich sehr umfangreich. Ich habe auch einige Hotels, Disney-Hotels und Non-Disney-Hotels im Umkreis getestet. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Ich verlinke euch gerne die Playlist. Ansonsten durchstöbert einfach mal meine Videos von den letzten zwei Jahren. Da habe ich einige Hotels euch schon gezeigt und ob ich sie weiterempfehle oder nicht. Ja, kommen wir zu Tipp Nummer 3, eben schon angeschnitten, die Anreise ins Disneyland Paris. Da gibt es natürlich einige Optionen, Auto, Flugzeug, Bus und Zug. Ich komme immer mit dem Auto, weil für mich sind es 4,5 bis 5 Stunden mit dem Auto und für mich ist es einfach das Komfortabelste, weil ich alles mitnehmen kann ins Auto, essen, trinken, genug Sachen, die man braucht für die Tage. Deswegen ist es für mich die beste Möglichkeit, ins Disneyland Paris zu fahren. Ich bin auch bisher, habe noch keine andere Möglichkeit genutzt, dorthin zu fahren als das Auto. Aber es gibt auch zum Beispiel das Flugzeug. Es kommt natürlich darauf an, wo ihr wohnt in Deutschland. Und wenn ihr mit dem Flugzeug aus Deutschland fliegt, könnt ihr entweder, jetzt muss ich ein bisschen ablesen, zum Charles de Gaulle oder zum Orly Flughafen fliegen. Und von den beiden Flughäfen gibt es den Magic Shuttle. Deswegen ablesen, ich habe das auch noch nie benutzt und kann meine Erfahrung damit leider nicht mit euch teilen. Aber wenn ihr damit Erfahrung habt, mit Magic Shuttle und Flugzeug, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare für die anderen Zuschauer schreiben. Das würde denen bestimmt weiterhelfen. Also, ihr könnt dann den Magic Shuttle vom Orly oder Charles de Gaulle nehmen und die bringen euch direkt ins Disneyland. Ihr könnt aber auch alternativ einen Mietwagen nehmen, direkt am Flughafen. Und da müsst ihr aber einkalkulieren das Parken, wenn ihr nicht in einem Disneyland-Hotel übernachtet. Und die Mietkosten und die Spritkosten. Plus die Kosten für den Flug. Ne? Also ihr müsst euch das ausrechnen. Wenn ihr alleine seid, wahrscheinlich lohnt sich kein Mietwagen. Wenn ihr zu dritt oder zu viert fliegt, vielleicht lohnt sich dann der Mietwagen doch. Dann gibt es natürlich die Anreise mit dem Zug. Da könnt ihr mit dem ICE oder mit dem TGV direkt nach Paris fahren. Wenn ihr in Paris angekommen seid, müsst ihr dann mit der U-Bahn, mit der RER fahren. Und die fährt direkt bis Marne-la-Vallée, Chessy, bis vor das Disneyland Paris. Also ist auch nicht direkt. Man muss erst nach Paris reinfahren und dann im Prinzip nochmal ein Stück zurückfahren mit der U-Bahn bis Disneyland Paris. Und ja, wie gesagt, das Auto, das ich am häufigsten benutze, da müsst ihr natürlich kalkulieren, Spritkosten, Verschleiß und natürlich die Mautgebühren. Es gibt einige Routen, die man nehmen kann, wo die Mautgebühren günstiger sind. Das habe ich jetzt erst vor kurzem, vor ca. 1,5 Jahren entdeckt. Meine Route geht normalerweise durch Luxemburg, also Trier, Luxemburg, dann geht es weiter durch Luxemburg direkt nach Frankreich. Und da habe ich immer so um die 50 Euro hin und zurück an Maut bezahlt. Jetzt habe ich aber eine etwas andere Route durch Luxemburg, Belgien und Frankreich gefunden. Die ist für mich ungefähr 15 Minuten länger und kostet mich aber die Hälfte. Also es lohnt sich, das zu vergleichen, wie man am besten fährt, ob es Sinn macht, ob man mit mehreren Personen im Auto fährt. Das lohnt sich dann auch immer, wenn man sich die ganzen Kosten teilen kann. Ja. Also mein Favorit ist das Auto. Und natürlich gibt es auch die Busse. Also heute werde ich aber auch gestört.
bei dem Video. Ja, es gibt die Busunternehmen, die gebieten sogar Tagesreisen an. Habe ich auch noch nie gemacht, nur gehört. Das heißt, man fährt nachts ins Disneyland, verbringt den ganzen Tag im Disneyland und fährt dann nachts am nächsten Tag wieder zurück. Gibt es auch, wenn euch das kostenmäßig in den Kram passt oder auch was für euch ist. Warum nicht? Aber darüber kann ich nicht urteilen oder habe es auch noch nie gemacht. Aber wenn es einer von euch gemacht hat, gerne unten in die Kommentare. Tipp Nummer 4. Wann fahre ich eigentlich am besten ins Disneyland? Ja, die Frage aller Fragen. Die schlechteste Zeit ins Disneyland zu fahren sind natürlich Ferien und Wochenende. Aber in meinem Fall kann ich meistens nur am Wochenende. Ich nehme mir nämlich sehr selten frei fürs Disneyland. Natürlich, wenn besondere Events sind oder so, nehme ich mir schon den einen oder anderen Tag frei. Aber wenn ihr Neuling seid oder das erste Mal ins Disneyland fährt oder nicht so oft ins Disneyland fahrt, würde ich mir schon Urlaub nehmen und die Zeit unter der Woche nutzen. Also wie gesagt, Wochenende und Ferien ganz, ganz voll. Da müsst ihr aber nicht auf unsere Ferien achten in Deutschland, sondern auf die Ferien vor allem natürlich in Frankreich, aber auch Spanien und England. Also unsere Ferien nicht ganz so beachten. Wir Deutschen sind da nicht so krass unterwegs im Disneyland, noch nicht. Da eher auf die französischen Ferien und auf Spanien und England achten. Obwohl jetzt nach dem Brexit weiß ich nicht, wie krass sich jetzt das mit England entwickelt. Haben wir ja noch keine Erfahrung mit, weil wegen dem C wissen wir nicht, wie viele Engländer jetzt doch dann vor Ort sind. Aber vorher war es sehr leicht vor dem Brexit für die Engländer in den Park zu kommen, weil die auch direkt den Zug hatten von London nach Paris. Genau, und dann ist natürlich zu beachten, welche Jahreszeit. Also wo am wenigsten los ist im Disneyland, ist Herbst und Frühling. Also so Monate wie Januar, Februar und September ist normalerweise nicht viel los, außer es ist jetzt irgendein Event. Aber normalerweise sind das Monate, an denen nicht viele Leute im Park sind. Also Januar, Februar und auch September. Und auch in den drei Monaten sind die Disney-Hotelpreise am günstigsten. Dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Seasons. Also es gibt die bekanntesten Season im Disneyland Paris ist Halloween und Weihnachten. Das sind auch sehr, sehr beliebte Seasons. Ich finde sie auch wunderschön und empfehle es jedem Mal zu diesen Seasons hingefahren zu sein. Also wirklich wunderschön. Ist natürlich im Januar, Februar und September ist gar nichts davon. Deswegen ist es auch günstiger. Aber die Seasons sind wirklich wunderschön. Die Deko, die Shows, sehr zu empfehlen. Natürlich gab es jetzt auch noch das Sommer Lion King and Jungle Book Festival. Gab es jetzt ein Jahr und was soll ich sagen, es ist der Wahnsinn. Ich hoffe, dass es nochmal zurückkommt, aber das kann ich auch jedem empfehlen, wenn es mal zurückkommen sollte. Ja, Ferienzeit, Wochenende habe ich gesagt. Während der Sommermonaten, wegen den Ferien, die immer sich ja über die Länder und Monate immer so ein bisschen verschieben, ist es natürlich in den Sommermonaten immer am vollsten. Und natürlich auch an so Tagen wie Silvester, Halloween, Weihnachten, also 24., 25., 26., auch zwischen den Jahren, ist es immer proppenvoll. Und auch an Brückentagen, an Feiertagen, also an den Tagen, wo auch es bei uns in Deutschland sehr voll ist, ist es wahrscheinlich auch in Disneyland Paris sehr voll. Ja, und dazu ist noch zu beachten, dass unterschiedliche Jahreszeiten auch unterschiedliche Öffnungszeiten haben. In den Sommermonaten, wegen dem Feuerwerk, ist es so, dass der Park länger offen hat, weil das Feuerwerk ja erst im Dunkeln stattfinden kann, bevor Corona. Das heißt, der Park hatte immer so bis 11 Uhr offen und dann war das Feuerwerk und dann war man um 12 im Bett. In den Wintermonaten ist es so, dass der Park meistens unter der Woche schon um 18 Uhr schließt oder am Wochenende um 20 oder 21 Uhr und ihr dann weniger vom Tag habt im Park. Also das müsst ihr für euch auch entscheiden oder eure Planung einberechnen. Im Sommer hat der Park meistens länger offen und im Winter in den kühleren Monaten eher kürzer. Oh, Tipp Nummer 5. Wir sind bei der Hälfte angekommen und zwar denkt über Jahreskarten nach. Meistens lohnt es sich schon, eine Jahreskarte zu kaufen, nur für einen Besuch, bei dem ihr mehrere Tage dort seid.
Ihr müsst das auskalkulieren. Also guckt, was Tickets online kosten und schaut, was die Jahreskarte in dem Zeitraum kosten würde. Ihr müsst natürlich auf die Blockout-Tage achten. Also die findet ihr auf der Disneyland Paris Webseite für Jahreskarten. Verlinke ich euch unten auch in der Infobox. Schaut danach, da könnt ihr sehen, welche Tage ihr mit welcher Jahreskarte, zu welchen Tagen ihr mit welcher Jahreskarte nicht in den Park könnt. Das sind die sogenannten Blockout-Tage. Je günstiger die Jahreskarte, desto mehr Blockout-Tage. Aber sagen wir mal, ihr wollt im Februar unter der Woche fahren für 3-4 Tage. Dann könnt ihr wahrscheinlich mit der günstigsten Jahreskarte schon in den Park. Und das lohnt sich dann auch. Denn mit der Jahreskarte könnt ihr natürlich noch innerhalb eines Jahres nochmal fahren. Und es gibt auch weitere Rabatte und weitere Rabatte, wenn ihr eine Jahreskarte besitzt. Die Rabatte häufen sich natürlich, je teurer die Jahreskarte ist. Ich habe natürlich die Infinity, mit der habe ich keine Blockout-Tage, die höchsten Rabatte, kostenloses Parken. Aber je weniger ihr für die Jahreskarte bezahlt, desto weniger Rabatte bekommt ihr oder zahlt irgendwo drauf, wie zum Beispiel für den Fotopass. Der ist bei mir auch inklusive bei der Infinity. Die Infinity kostet aber mittlerweile, glaube ich, 450 Euro, so um den Dreh, pro Jahr. Aber keine Blockout-Tage, 20% Rabatt fürs Shoppen, 15% Rabatt für die Restaurants, kostenloses Parken, der Fotopass ist für ein Jahr inklusive, ihr habt VIP-Plätze für Paraden und Feuerwerk, ihr könnt die Pools nutzen in den Disney-Hotels. Also es gibt wirklich einige Vorteile mit der teuersten Jahreskarte, aber ihr müsst es euch ausrechnen, ob es für euch lohnt. Ich rede schon ganz schön lang. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr eine Familie seid, sagen wir mal Mama, Papa und zwei Kinder, dass der Papa sich die Jahreskarte, die Infinity holt, die teuerste, und die anderen Familienmitglieder die günstigere Jahreskarte sich holen, die Magic Plus. Dann könnt ihr natürlich die ganzen Rabatte und Vorteile vom Papa nutzen, aber trotzdem in den Park kommen mit der günstigeren Magic Plus. Also das machen ganz, ganz viele Familien. Das weiß ich auch, dass sich ein Part die teuerste Jahreskarte holt und davon profitiert. Und die anderen die günstigere und dadurch auch in den Park kommen. Ich hoffe, ich langweile euch noch nicht mit meinem Gelaber. Aber wir kommen jetzt zu Tipp Nummer 6, die Reisedauer. Ja, wie lang soll ich ins Disneyland fahren? Reicht mir ein Tag? Brauche ich 2 oder 3 oder direkt eine Woche? Ihr könnt natürlich auch direkt eine Woche fahren. Aber ich finde, so der perfekte Zeitraum sind 2 bis 3 Tage. Noch besser 3 Tage. Denn dann stresst ihr euch nicht. Und mein Tipp ist immer, wenn ihr nicht so oft fahrt oder das erste Mal fahrt, nehmt euch genügend Zeit oder plant euch genügend Zeit an und stresst euch nicht. Ich würde mir auf jeden Fall vorher mal angucken, welche Attraktionen gibt es, welche Charaktere gibt es zurzeit, welche Shows laufen zurzeit. Macht euch einen Plan, was ihr unbedingt machen wollt als erstes. Und dann arbeitet den Plan ab, so rum, und dann könnt ihr alles andere noch machen. Deswegen also mein Tipp, 2 bis 3 Tage Disneyland einplanen, einen Plan machen, bevor ihr hinfahrt, was ihr unbedingt sehen wollt, und stresst euch nicht. Genießt die Zeit, wenn ihr da seid. Saugt diese Magie absaugen ist wäre schlecht, da hat kein anderer mehr was von der Magie. Saugt die Magie ein. Schaut euch um, was es für überall gibt. Ich finde, wenn ich dort bin, vergesse ich alles, was zu Hause ist, drumherum ist, was gerade in der Welt passiert. Für mich ist es dann nur, ich bin dort und ich kann diese Magie erleben und mit Freunden dort sein. Also es ist für mich wirklich immer was ganz Besonderes, egal wie oft ich hinfahre. Natürlich auch immer manchmal ein bisschen stressig. Aber es ist trotzdem, die Magie spürt man, sobald man im Park ist. Und es ist einfach wunderbar. Noch kurz was zur Reisedauer. Wenn ihr natürlich nur in den Ferien fahren könnt, weil ihr Kinder habt, die in den Ferien haben, weil sie nur zur Schule gehen, dann plant mehr Zeit ein fürs zum Beispiel Anstehen an den Attraktionen oder bei den Charakteren. Und auch Fastpässe. Ich verlinke euch gerne mal das Video über Fastpässe, wie man die benutzt und wozu die überhaupt da sind, habe ich auch im ersten Video schon erwähnt. Also wenn ihr da seid und es relativ voll ist, nutzt so gut es geht die Fastpässe. Tipp Nummer 7,
schaut euch unbedingt die Shows an. Die Shows sind nicht immer so auf dem Schirm, vor allem wenn man nicht so oft in den Park fährt. Man denkt, okay, die Attraktionen auf jeden Fall, aber vergesst bitte nicht die Shows. Vor allem zu Weihnachten oder, ne, was ich immer erwähnt habe, Lion King und Jungle Festival, der Jungle Jive. Disneyland macht wirklich die besten und schönsten Shows und man kann sich direkt identifizieren, weil man die Charaktere sieht, man sieht Szenen aus dem Film, man hört die Musik, die man schon kennt aus dem Film und es ist wirklich immer was ganz Besonderes. Ich liebe es, mir die Shows anzugucken. Ein Tipp von mir aber ist mindestens, wirklich mindestens 30 Minuten vorher sich anstellen oder halt sich einen Paradeplatz, also für die Parade oder für Illuminations. Für Illuminations kann man auch schon 45 Minuten vorher, also Illuminations, das Feuerwerk, es kann sein, dass es in ein, zwei Jahren anders heißt, also das Abendfeuerwerk, dafür auf mindestens 30 bis 45 Minuten vorher anstellen. Man merkt das schon, dass vor dem Schloss sich dann ganz, ganz viele Leute tummeln und natürlich für die besten Plätze wartet man sehr lange. Also wenn man ganz vorne sein will, wahrscheinlich schon eine Stunde vorher anstehen. Also frühzeitig für die Shows anstellen und ihr könnt natürlich die Showzeiten im Plan euch angucken oder die sind auch in der App hinterlegt und wo auch die Shows stattfinden, das ist auch immer unterschiedlich. Also informiert euch da, welche Show gerade läuft, wenn ihr im Park seid, wann die sind und plant das ungefähr in euren Tag ein. Also nicht, dass ihr sagt, oh, die Parade ist um 17 Uhr, aber ich habe jetzt einen Tisch reserviert um 17 Uhr. Also das so ein bisschen vorab planen. Und sehr zu empfehlen, habe ich eben schon gesagt, ne, der Jungle Jive, die Weihnachtsshows und auch Mickey and the Magician in den Walt Disney Studios. Wirklich ganz, 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 ganz tolle Shows. Tipp Nummer 8. Attraktionen und Charaktere am Vormittag nutzen. Ja, wenn ihr Hotelgäste seid oder auch Jahreskarteninhaber der Magic Plus und Infinity, dürft ihr die Extra Magic Hours nutzen. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Empfehle ich sehr. Nutzt diese Zeit morgens, die ist von 8:30 bis 10 meistens. Da ist wirklich nicht so viel los im Park. Viele Attraktionen haben auch schon geöffnet und auch einige Charaktere sind schon draußen. Aber ich würde mich fokussieren. Wenn ihr sagt, okay, den einen Morgen machen wir jetzt erstmal Attraktionen und den anderen Morgen machen wir jetzt erstmal die Charaktere und gehen dann zu den Attraktionen. Weil es ist wirklich so, dass Attraktionen wie Big Thunder Mountain oder Peter Pan's Flight sehr, sehr beliebte Attraktionen sind und die Wartezeiten im Laufe des Tages immer höher werden. Aber auf beiden Attraktionen gibt es natürlich auch den Fastpass. Die Fastpässe sind ab 10 Uhr erhältlich. Also um 10 Uhr öffnet der Park ja für alle. Und ab 10 Uhr gibt es Fastpässe. Das heißt, wenn ihr direkt um 10 Uhr bei Peter Pan oder bei Big Thunder Mountain steht und euch einen Fastpass zieht, könnt ihr euch direkt durchlaufen durch den Fastpass-Eingang. Also das würde ich euch empfehlen, morgens direkt die Sachen, die ihr unbedingt machen wollt am Tag, direkt zu machen, bevor die ganzen Männchenmassen einströmen und die Wartezeiten nach hinten länger werden. Beobachtet auch immer die Wartezeiten in der Disneyland Paris App und schaut, wo wenig los ist. Dann würde ich euch empfehlen, immer dann zu der Attraktion zu gehen, die gerade wenig los oder wo gerade wenig los ist und euch so einen kleinen Plan über den Tag zu machen. Also planen, planen, planen ist so ein Tipp von mir. Habe ich irgendwas vergessen? App checken habe ich gesagt und während Shows oder Paraden oder dem Feuerwerk ist meistens die Wartezeit etwas kürzer, noch so als Tipp. Also wenn ihr sagt, ich habe das Feuerwerk schon am Vortag gesehen, dann geht an dem Abend, wenn das Feuerwerk stattfindet, zu Big Thunder Mountain und fahrt eine Runde Big Thunder Mountain, wenn das Feuerwerk läuft. Sage ich euch, ein kleiner Geheimtipp von mir. Wunderschön, der Berg ist immer super schön beleuchtet und ihr fahrt abends Big Thunder Mountain und seht das Feuerwerk im Hintergrund. Schöner kann der Tag nicht enden, oder? Ja, Tipp Nummer 9 habe ich eben schon mal kurz erwähnt, der Shopping Service. Ja, wenn ihr in einem Disneyland Hotel übernachtet, dann gibt es diesen Shopping Service. Das heißt, wenn ihr irgendwas im Park kauft, wird es zu eurem Hotel geliefert und dann könnt ihr euch es da im Shop vom Hotel abholen. Das ist sehr praktisch, wenn man dort einkauft. Man muss die Taschen nicht mit rumschleppen.
Und es wird direkt ins Hotel geliefert. Geht aber nur am selben Tag, die Lieferung bis 14 Uhr, glaube ich, dass man einkaufen darf bis 14 Uhr, dass man das am selben Abend noch abholen kann. Ansonsten wird es der nächste Tag, aber wenn ihr an dem Tag abreist, ist ein bisschen doof. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn ihr nicht in einem Disneyland-Hotel übernachtet oder nach 14 Uhr shoppt, könnt ihr es ins Disney Village schicken lassen. Da könnt ihr es euch auch abholen, ich glaube im World of Disney oder im Disney Store. In einer beiden, ich bin mir jetzt unsicher. Wer es weiß, kann es gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber ihr könnt es auf jeden Fall ins Disney Village schicken lassen und es dann abends, wenn ihr aus dem Park geht, dort abholen. Genau, das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ihr shoppen wart und zum Beispiel eine Infinity-Jahreskarte habt, ihr könnt es beim Gepäckservice abgeben. Es gibt, wie soll ich es sagen, beim Disneyland Hotel, also bei dem schönen rosa Hotel, gibt es den Eingang. Und wenn ihr ein bisschen weiterlauft, gibt es den Gepäckservice. Da könnt ihr Koffer etc. abgeben, aber auch eure Einkäufe. Und wenn ihr die Infinity-Jahreskarte habt, geht das sogar kostenlos. Das heißt, ihr könnt dann shoppen gehen und dann sagt, oh, oder ihr habt so viel dabei, oder es wird, ne, morgens ist es kalt, ihr habt eine Jacke noch an und keine Ahnung, was noch dabei. Und ihr sagt nachmittags, boah, die Einkäufe und die Jacke und keine Ahnung, leere Pfandflaschen oder so, gebe ich jetzt beim Gepäckservice ab. Geht auch. Und wie gesagt, mit der Infinity-Jahreskarte auch kostenlos. Ansonsten kostet es, glaube ich, 15 € pro Tag. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Also, das sind die drei Möglichkeiten, wie ihr eure Einkäufe nicht mit euch im Park rumschleppen müsst. Ja, und zum letzten Tipp, Tipp Nummer 10. Das Disney Village habe ich eben auch schon erwähnt. Da könnt ihr eure Einkäufe abholen. Das Disney Village hat immer noch offen, wenn der Park schließt. Meistens so bis 12 Uhr nachts, also bis 0 Uhr nachts, hat das Disney Village offen. Aber bedenkt bitte, wenn der Park schließt oder geschlossen hat, ist es immer super voll in den Läden im Disney Village. Also, wenn ihr unbedingt was braucht, könnt ihr dann auch einkaufen gehen. Aber von den Menschenmassen empfehle ich es jetzt nicht so, nach Parkschluss nochmal ins Disney Village shoppen zu gehen, wenn dann vorher. Aber was ich euch noch empfehlen kann, ist, es gibt günstigere Essensoptionen im Disney Village. Ihr habt Hunger und euch gefallen die Preise, aber im Disneyland Park nicht. Dann geht ins Disney Village. Es gibt einmal das McDonald's. Klar, ist jetzt nicht das Gesündeste, aber für 2, 3 Tage, ne, kann man das mal machen. Oder für einen Tag gibt es McDonald's. Das ist ganz, ganz hinten, wenn ihr komplett durchs Disney Village lauft. Auf der rechten Seite kommt irgendwann McDonald's. Also ein Tipp, einmal McDonald's. Es gibt auch einen Starbucks, wenn ihr morgens sagt, boah, ich brauche einen Kaffee. Ihr habt kein Frühstück oder keinen Kaffee im Hotel gehabt. Ihr braucht unbedingt einen Kaffee. Und der Kaffee im Park schmeckt wirklich scheußlich. Also wirklich. Oh, dort wollt ihr keinen Kaffee trinken. Dann geht lieber zu Starbucks. Da müsst ihr aber morgens auf jeden Fall mit Wartezeit rechnen, weil Starbucks schon sehr beliebt ist. Ich weiß das von der lieben Jessie, wo wir im Park waren. Und sie hat jeden Morgen ihren Starbucks-Kaffee gebraucht. Und ich denke, oh, schon wieder anstehen. Aber ja, das müsst ihr mit einrechnen, dass Wartezeiten bei Starbucks sind. Aber den gibt es auch. Und mein absoluter Geheimtipp fürs Essen ist das New York Sandwiches. Das ist so eine Art American Diner. Also es sieht sehr oldschool aus. Ist direkt neben der Sportsbar gegenüber vom Karl Ludwigs? Diesem deutschen Restaurant. Ist auf jeden Fall neben der Sportsbar. Sieht aus wie ein altes Diner, ein American Diner. Und das ist mein absoluter Tipp zum Essen. Also jeden, den ich ins Disneyland nehme, erzähle ich das und schleppe ihn dahin. Und ich habe es auch schon so oft in Videos oder so erzählt. Dieser Laden ist wirklich günstig. Ihr bekommt sehr, sehr viel zu essen und es ist auch lecker. Also ihr bekommt ein Menü für 15 €. Da ist drin eine Pizza oder Pasta, eine Pommes oder Salat und ein Dessert. Und da kann ich euch den Lemon Cheesecake empfehlen. Oh, der ist so geil. Der ist wirklich so geil. Also, und ein Getränk. Also für 15 € werdet ihr mega satt. Meistens nehme ich auch den Salat mit, weil ich nicht alles schaffe. Also eine ganze Pizza und der Cheesecake ist ja schon recht viel. Und ja, wie gesagt, mit Jahreskarte gibt es dann auch nochmal Rabatt dort. Das heißt, ich zahle pro Menü, glaube ich, 13,50 € im Schnitt. Gibt auch noch etwas günstigere Menüs, aber das für 15 € ist das teuerste. Und ja, jeden, den ich bisher da mitgenommen habe,
war begeistert und sagt, ja, das ist wirklich ein guter Tipp. Und ja, als ich dort war zum Run Weekend, habe ich in der Sequoia Lodge geschlafen, also im Disney Hotel. Und jedes Mal bin ich da vorbeigelaufen und habe mir da was zu essen geholt. Weil es wirklich günstig ist, gut. Und man hat wirklich den ganzen Tag dann keinen Hunger mehr. Und ja, das ist so mein Tipp. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was vergessen habe fürs Disney Village. Genau, nach Parkschließung voll, shoppen nach Parkbesuch. Ja, habe alles eigentlich erwähnt von meiner Notizenliste. Und das war mein Tipps und Tricks Video Part 2. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, die ich jetzt in dem ersten oder in dem zweiten Video nicht erwähnt habe, schreibt es mir gern unten in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Tipps und Tricks habt für meine Community, damit die anderen es auch durchlesen können und dann auch dadurch inspiriert werden können. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!